geht weiter mit dem sechsten Teil. Es wird langsam dunkel und ich werde auch in diesem Part hier einen unterirdischen Durchgang zur Mine machen. Ich kann jetzt hier schon mal oberirdisch hier zumachen. Gerade mal auf der Höhe. Hier sind Diamanten im Weg. Oder welche Höhe muss ich denn die hier? Ich dürfte jetzt hier gleich auf das Haus treffen. Jetzt bin ich da drauf gestoßen. Ich kann das auch hier einfach höher setzen, ne? Jetzt bin ich hier bei der Mine angekommen. Oder ich mache das anders. Also hier überall drei Blöcke. Ich wollte das ja mit Schienen immer mal ausstatten. Schon mal die Vorbereitung, dass wir treffen. Weil damit habe ich ja noch nicht. Ich habe ja noch kein Gold, deswegen. Also ich habe natürlich Gold nicht erhöht. Gold kommt aber vor in der Welt. Ich glaube, diesen Weg hier, den brauche ich gar nicht so zu machen. Das hier kann ja auch problemlos wieder zubauen. Also hier sind dreimal zwei Gang hier gerade bis dahin. Jetzt kommt nochmal Wasser rein. So. Oder ich mache den noch am besten drei Blöcke hoch. Sieht auch ein bisschen besser aus. Wir sind nicht zwei, sondern drei hoch. Eigentlich ist das jetzt oberirdisch da oben. Ich muss das jetzt ein bisschen erhöhen hier. Und jetzt ist außerdem mein Inventar schon voll. Ich muss schlafen. Es ist nämlich schon Nacht geworden. Und keine Creeper hier zu haben. Muss ich erstmal hier. Bis hier muss ich das jetzt zumachen. Das fällt natürlich noch auf. Das ist eine Landschaft passender, ginge das noch so. Das sieht schon ein bisschen passender in der Landschaft aus. So sieht man das nämlich nie mit der unterirdischen Mine. Das ist mein Tier der Mineneingang. Und das war's schon, mehr kann ich da nicht aufnehmen. Das Inventar ist voll, deswegen muss ich ein paar Schilder machen. Schilder gehen ja, wie gesagt, so. Sechs Schilder und dann brauche ich natürlich auch noch sechs Truhen. So kann ich auch 8 herstellen hier. So werden es immerhin auch 8 Truhen. Dann kann ich nämlich den Raum hier unten als Lagerraum benutzen. Ah, verwackt ein wenig. Hier, Fackel weg. Das hier, hier hin. Hier noch eine Truhe, das heißt hier noch eine hin. Hier noch eine hin. Und hier noch eine hin. Und dann noch. Hier noch einen hin und hier noch einen hin. Und hier, sag ich mal, kommt das Holz rein. Holz. Hier kommt Erde rein. Hier kommt schon mal die Erde rein. Noch nicht die Setzlinge. Grobe Erde kann natürlich hier auch rein. Diese grobe Erde brauchen wir auch nicht. Da liegt noch Erde rum. Nämlich der Raum hier durchgängig drei Blöcke mindestens hoch. Obwohl hier hin sollte das nicht weg. Hier muss das weg, weil das ist alles wieder oberirdisch. Ich will das jetzt zubauen.
wenn wir die grobe Erde da oben auch haben. Grobe Erde. Dann kann ich dann nämlich auch als Mehrspieler. Wenn man Mehrspieler wäre, dann kann es natürlich, dass hier einer hoch runter und einer wieder hochgehen kann. Dann soll ein stetiger Kreislauf stattfinden. Oder ich kann es auch machen, dass das eine Boosterschiene ist, dass man dann runter, hoch immer geboostet wird, der Minecraft. Dafür brauche ich allerdings erstmal 64 Holz, kann da schon mal rein. Und dann das nehme ich mit. Weil ich habe ja noch mehr Holz oben. Hier nochmal 2, 64, 6. Hier ist noch ein bisschen mehr Erde drinne. Da kann ich nämlich diese Truhen schon mal ein bisschen leeren. Oh, so viel Holz hier. So viel Holz. Und hier kommt die Erde nochmal rein. Nein, ich pack nicht alles weg. Setzlinge und Blumen sollen hier rein. Setzlinge und Blumen, das sind ja die hier und die hier. Weizen kann ich ja immer gebrauchen. Wert. Tolles. Wertvolles, wie zum Beispiel Diamanten und das Eisen kommt da ein bisschen auch rein. Stein. Dieser Kobbel. Wir werden einen neuen Text reinschreiben hier. Einfach nur Pflanzen. Dann können wir hier auch die Pilze reinpacken. Wertvoller Stein, da kommen auch Steinbruchplatten rein. Sachen, die man im Moment nicht braucht. Sachen, die man im Moment nicht braucht. Da kann ich zum Beispiel diese Anisid, braune Wolle kann auch weg. Hier noch ein bisschen mehr Erde. Hier nochmal rein. Oh, ganz schön viel Erde, was ich da angelagert habe. Kann ich vor bestimmt hier oben noch ein bisschen mehr lernen. Wenn hier noch Stein ist. Glas. Sachen, die man im Moment nicht braucht. Dann wird jetzt zum Beispiel hier das hier, das hier, das hier. Das hier, das hier, das hier, das hier. Brauche ich denn sonst noch nicht? Da haben wir noch 24 Setzlinge. Oh, 30 Setzlinge, Fichtensetzlinge. Hier soll dann nämlich eine Schienenstrecke nach unten führen. Wie weit geht's denn hier schon mal runter? Mal gucken. Wie ich hier nämlich weitergraben kann. Ich bin jetzt bei Höhe 46, das heißt, ich muss noch ordentlich runtergraben. Und treffe hier gerade auf dem Wassersee. Mache ich natürlich erstmal zu. Wasserseen und Lavaseen habe ich ja, glaube ich, ganz häufig gestellt. Also dürfte ich häufiger mal damit zu tun haben. Ich muss hier Block für Block runtergraben. Bis ich dann auf Höhe 16 bin, da kommen nämlich die meisten Rohstoffe am unten häufigsten vor, wie Redstone, Lapis und Gold. Diamanten sind da ja überall jetzt, was ich ja eingestellt habe. Also für Diamanten muss man sie nicht runtergraben. Eisen, treffe ich auf ein Eisenvorkommen.
Eisen ist auch gut, weil ich dann nämlich mehr Eisen brauche, auch um Schienen zu machen. Mehr? Nee, jetzt nicht mehr. Eisen ist auch ganz gut gebräuchlich. Hier also nur Stein. Ich bin jetzt bei 10 Minuten vom Part 6 auf bei 10 Minuten Aufnahme gekommen. Aber ich mag auch gerne den Treiber-LP, dass ich vielleicht mal da in die Kanalvorstellung komme. Vielleicht bringt das auch was, damit bei mir die Anzahl Abonnenten nicht wochenlang stehen bleibt, obwohl ich jeden Tag Videos hochlade und dadurch trotzdem keine Abonnenten bekomme. Kohle kann ich jetzt auch gebrauchen, wenig. Aber dafür kann ich auch dieses viele Holz auch ein bisschen verschwenden, um Holzkohle herzustellen. Ich habe schon Level 23, also. Durch die Diamanten kriegt man ja jede Menge Erfahrung. Kohle bringt ja auch ein wenig. Stein. Da sieht man, das hier ist, glaube ich, Andesit und das hier ist, glaube ich, Diorit. Ah, ich habe jetzt noch eine Fackel. Jetzt grabe ich mich hier einfach weiter runter. Ich brauche ja Gold, deswegen muss ich ja hier nicht runtergraben. Weil Diamanten, die braucht man nicht immer. Manchmal können die auch stören, dass man ständig Diamanten sieht. Da unten ist eine Höhle. Jetzt brauchen wir aber erstmal weitere Fackeln. Sticks und Kohle um drüber. Und jetzt habe ich wieder Fackeln. Geht da ziemlich weit runter. Ich glaube, ich grab mich jetzt mal so weiter runter. Bestimmt auch Monster anzutreffen. Schwierigkeitsgrad ist auf normal gestellt. Deswegen werde ich hier wahrscheinlich auf Monster treffen. Hier ist gerade noch keins in Sicht. Eisen, Kohle. Hier ist überall Diamant. Natürlich klar, wenn ich Zombies dann. Zombie Dungeon hier. Ach. Ach, ohne der Hand. Dass sie die Zombie Spawn verhindern. Die Fackeln drumherum. Was ist denn hier in den Truhen? Drei Brote, drei Gunpowder, eine Schallplatte und vier Eisenbahnen. Hier sind noch zwei Namensschilder, Diamanten her. Ein Redstone, Brot, Namensschild und Fackel und was ich da alles drin ist. Und hier ist Eisen. Ah, überall Diamant. Hier ist überall Diamanten. Also so, egal wo man hinsieht, man sieht fast überall Diamant. Da ist auch wieder ein riesiges Diamant vorkommen. Da haben wir mit Kobbeln nicht runtergebaut. Wo bleiben denn die Monster? Irgendwie sind die so selten. Die tauchen zwar noch auf, aber die sind selten. Was? Ah, noch ein Lava-See-Redstone. Redstone nehme ich mit.
nach Lava See. Hier ist sehr viel Diamant. Hier ist irgendwie vor allem an Lava See findet man ganz viel Diamant hier in der Welt. Aber hier Eisen nehme ich natürlich gerne mit. Diamanten sind nicht so wertvoll hier. Kohle. Da darf ich spawnen. Vielleicht finde ich hier auch Gold. Hier geht's hoch und also nehme jetzt den unteren Weg. Da ist auch nichts. Hier ist nichts, nur Diamanten. Also das sieht ein bisschen langweilig aus, nur Diamanten zu sehen. Man sieht hier überall an jeder Ecke Diamanten, aber kein Gold, kein Eisen, kein gar nichts sichtbar. Sonst das hier. Granit, Granit, Diorit. Das sind üblichen Gesteinssorten. Hier ist hier nur Diamant. Aber die Fackeln hier sind Kohle, Diamant, Eisen. Eisen ist schon mal relativ wertvoll. Und weitere Fackel hier hinsetzen, damit ich nichts spawnen kann. Jetzt kann ich nämlich das Eisen auch abbauen. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Ja, nicht 100 pro, aber 80, 90 pro würde ich sagen. Muss ich neue Fackeln herstellen, die habe ich relativ schnell aufgebraucht. Weil ich überhaupt keine Monster mehr zukünftig habe in der Höhle. Hier ist wieder viel Eisen. Also hier scheint es eine relativ eisenreiche Höhle zu sein. Was mich auch freut. Aber leider kein Gold. Sonst wird sich beim nächsten Customized Let's Play als Rail Customized Let's Play. Dass ich dann ganz viel Eisen und Gold habe, allerdings nur auf bestimmten Höhen. Eisen zum Beispiel zwischen 30 und 40 und Gold zwischen 20 und 30 vorkommt. Dass dann so gut wie alles dann daraus besteht. Und hier ist eine Schlucht. Hier baue ich mich mal kurz rüber. Da war ja glaube ich Redstone. Nee, das ist Kohle. Ist hier irgendwo Gold? Nein, kein Gold in sich. Ich muss erstmal wieder runter. Und jetzt habe ich hier vier Brote. Und jetzt habe ich jetzt zwei Essen, damit dein Leben sich wieder ein bisschen regenerieren. Hier ist ein Diamanten. Redstone. Kohle, Redstone, Diamant. Also hier ist mal 2x2 Redstone vorkommen. Wo war denn das Eisen? Ja, da ist Eisen. Da ist erstmal auch ein bisschen Eisen und da geht's hoch. Geht's hier auch noch weiter. Das Ding muss ich erstmal hier reinbringen. Zombie. Ich hab mich gerade wieder erschrocken hier. Ah, schon wieder muss man gut sein. Ah, der Hund muss schon wieder bellen. Und jetzt haben wir den einen. Ah, bin schon wieder bei 19. Lange Zeit zu beenden. Und wo gehe ich nur hoch? Wo geht's denn nach oben? Hier geht's hoch. Jetzt will ich mich auch nach oben bauen. Einmal kann ich immer hier die Treppenstufenartig hier hochlaufen. Wenn hier Schienen sind, dann kann man einfach nach oben und runter fahren. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Gebt das Video nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat. Das zeigt das auch. Teilt das Video, wenn es bekannt habt. Ich habe in den letzten Monaten drei geteilten Inhalte, wo ich ganz viele Daumen nach oben gekriegt habe, was ein bisschen wenig ist. Und beim Abonnieren, dann habe ich auch mehr als 40 Abonnenten.
Bis dann. Es ist Nacht. Und plötzlich irgendwie doch mal wieder Patron rein. Ja, bis dann und ciao. Du kannst über Nacht schlafen.